Hallo. Hallo, ihr Lieben, und hallo, Hallo, guten Christine. Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo, Hallo, Deva. Hallo, Hallo, ihr alle. hallo. Hallo. Es kommt mir vor, als ob es tausende Jahre gewesen sind, dass wir uns das letzte Mal getroffen, gesehen, gehört haben. Und in Wirklichkeit vergeht ja keine Zeit und wir haben wirklich nur diesen einen Moment. Und allein, was wir uns gerade angehört haben, diese drei Songs von Bossa Nova, waren für mich genug Anreiz, um Portugiesisch zu lernen. Bossa Nova, das war für mich während meiner Studentenzeit die Musik. Ne? Und das waren die Lokale, die ich besucht habe. Und da ist irgendetwas drinnen. Ne? Da ist eine bestimmte Frequenz von romantisierter Gefühlswelt, die mir für eine lange Zeit geholfen hat, mich wirklich anders zu erfahren als durch die Zwänge, wie sie von der Welt, die ich gemacht habe, mich erfahren hat. Ne? Nun, um vielleicht es euch ein bisschen leichter zu machen, habe ich noch einen deutschen Song vorbereitet. Kennt jemand die Ja, Schauspielerin Julia Engelmann? Ja, Manuela, kennst du? Okay, es scheint etwas Unbekanntes zu sein. Mal sehen, ob euch dieser Song gefällt. Der Song heißt auch Das Lied. Und wir werden vielleicht ein bisschen darüber sprechen müssen, was sie da singt zu bestimmten Anteilen. Okay, hier kommt er. Das Lied von Julia Engelmann. Okay, hier sind wir wieder aus dem Radio Alpha, wollte ich sagen, Aleph, U20, W, so werden die Radiostationen hier in den USA benannt. Was meinst du darüber? Hast du den Song schon mal gehört? Nein. Noch nicht, ne? Ist etwas Neueres, ich glaube, das kommt alles aus diesem Jahr oder letzten Jahr. Aber es ist ganz sicher etwas, was wir auch für unsere Sessions mehr und mehr benutzen wollen, weil es tatsächlich eine Ausdrucksweise ist, wie es im Kurs gelehrt wird. Ne? Und wenn wir hergehen und uns die Lektion des Tages ansehen, die am 300. Tag unserer Geistesschulung nur einen Augenblick dauert diese Welt. Und ich gehe her und sehe auch diese Ausdrucksweise, wie sie Julia Engelmann in ihrem Lied macht, indem sie eigentlich auch darstellt, worum es wirklich geht und worum es nicht geht. Und dass es ein eigenartiges Gefühl ist, hier zu sein. Und dieses eigenartige Gefühl ist ja diese Idee, was mache ich denn eigentlich hier? Ne? Und hier heißt eigentlich, in Raum und Zeit zu sein, heißt, in eine Traumsequenz einzutreten, in der ich mich erinnern darf und soll, dass ich eine andere Funktion habe als jene, wie sie mir von der Welt erklärt oder erzogen wurde. Und das ist tatsächlich, warum wir uns hier zusammenfinden Papa, und der miteinander Wecker hier nicht an, beschäftigen. welches Zeug von oben in den Keller nicht runtergeräumt hat. Ja? Renate, dein Mikrofon ist an, damit du weißt, ja. Wir haben die Mikrofone für alle ausgemacht. So. Wenn ihr nicht fokussiert dem zuhört, dann macht die Mikrofone aus. Ja. Danke. So, ich gehe mal her und schaue mir kurz an, was so mehrmals wiederholt wurde in diesem Lied, wo sie eben beschreibt, worum es nicht geht und worum es geht. Ne? Und in Bezug auf unsere Beziehungen oder unsere Gefühle des einander Liebens, das, was wir wirklich uns einander geben wollen, das ist, was sie hier ausdrückt. Es geht nicht darum, wen, sondern darum, dass du liebst. Ja? Es geht nicht darum, wie viel, sondern darum, dass du gibst. Und es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass du kämpfst oder wir würden sagen, dass du aufgibst zu kämpfen. Und es geht nicht um das Lied,
sondern darum, dass du danced, heißt es. Und also, dass du weiterhin siehst, dass du allen Grund hast, hier wirklich ja, das herzunehmen, an Erfahrung, an Ausdruckserfahrung, das dich erkennen lässt. Es ist nicht wirklich so ernsthaft, was du in der Welt erfährst und siehst, sodass du aufhören müsstest zu tanzen oder zu singen und zu lachen. Ne? Und auch davor oder am Ende des Liedes geht es... Okay, dann schalte ich mal alle aus und die, die sich einschalten wollen, die können sich selber einschalten. Und so gab es da einige Strophen davor und die haben mich genauso berührt. Ne? Es geht nicht ums Happy End, sondern nur um diesen Tag. Es geht nur um diesen einen Augenblick, ne, können wir sagen. Und es geht nicht darum, wie laut, sondern darum, was du sagst. Und es geht nicht um Besitz, sondern darum, was glücklich macht. Und es geht nicht um den Witz, sondern darum, dass du lachst. So, da, so wir können absolut, das ist wirklich, was unser Kurs anbietet, dass wir lernen zu lachen grundlos und eigentlich gar nicht wissen, warum wir lachen. Vielleicht lachen wir nur, weil das ganze Universum lacht. Ne? Und das ist oft so, dass wir das sehen durch das Licht in im Geist unseres Bruders. Und da ist die Attraktivität, da ist auch die Anziehungskraft und da ist das, was uns lachen lässt. Ne? Und sicher für einen Moment lang benötigen wir diese Aufmerksamkeit. Ne? Und diese Aufmerksamkeit ist, ich höre mir auch oft Sessions an und mache oder bin gerade in einer anderen Aktivität. Und das ist nicht das Problem. Aber es ist, welche Aktivität setze ich in meinem Geist? Und wenn es die Aktivität ist, dass ich es tatsächlich reinlasse und mich damit verbinde, was Geist ist, weil wir Geister sind und weil wir nur Geist sein können, dann sind wir in Verbindung mit dem Licht unseres Geistes. Dann sind wir in Verbindung im gegenwärtigen Moment, im jetzigen Moment. Und wie ihr wisst, hier kommt diese Sendung anscheinend mit 7 Stunden Zeitunterschied und nachdem ihr gestern auf Winterzeit umgestellt habt, haben wir diese Zeit von 7 Stunden Zeitunterschied auf 6 Stunden reduziert. So, du bist am besten Weg, brauchst nur noch 6 Stunden einsparen und dann werden wir uns treffen in zumindest zur selben Tageszeit, das heißt aber nicht in denselben Aktionen. Aber was für eine Idee, nicht wahr? Was für eine Idee, wenn ich mir anschaue, wenn ich Zeit entsprechend verkürzen könnte und wir leben hier in einer Aufteilung von einem 24-Stunden-Tag über den Globus aufgeteilt und es sieht so aus, dass zum Beispiel jetzt in Australien gerade der Tag beginnt und oder die sind irgendwo 17 Stunden voraus und machen etwas ganz was anderes und du bereitest dich, oh, ich bin eigentlich heute etwas müder, weil ja die Uhren zurückgestellt wurden. Und so hat jeder in seinem Traum eine bestimmte Erklärung oder eine bestimmte Entsprechung, was an Wirklichkeit Anführungszeichen dasteht oder was als Wirklichkeit gesehen wird. Ne? Und hier kommt Jesus und sagt, nur einen Augenblick lang dauert diese Welt. Ne? So, du hast überhaupt keine Möglichkeit, wirklich zu vergleichen. Und wenn du es trotzdem noch machst oder noch die Zeit dazu hast, zu vergleichen, was ist denn dann, was bedeutet denn für dich nur einen Augenblick? Bedeutet nur einen Augenblick eine kleine Zeitspanne, ein kleiner Zeitintervall? Oder bedeutet nur einen Augenblick alle Zeit, die dir zur Verfügung steht? Und das, was du dich erinnern sollst, ist, dass Zeit tatsächlich
unter deiner Kontrolle liegt. Du bestimmst, was Zeit ist. Aber wenn wir wirklich mit dieser Lehre, wie sie Jesus uns anbietet, als ein Kurs in Wundern mitgehen, dann werden wir hören, dass wie lang dauert dieser Augenblick, genau so lang ist, bis wir herausfinden, dass wir kein Körper sind, bis wir unsere Unsterblichkeit herausfinden, bis wir in unserer Erfahrung in Frieden, in Liebe, in Freude, ohne Grenzen uns befinden. Oder vielleicht dauert die Zeit genauso lange, bis alles, was sich als selbst und anders definiert und gezeigt hat, in meinem eigenen Geist, in unserem Geist transformiert und als korrigiert erkannt wird. Wie wäre es damit? Und das sind eigentlich nur andere Wortausdrücke für etwas, was sich schon durchzieht durch diese Lektionen, diese letzten 10 Lektionen unter der Frage mit der Einleitung, was ist die wirkliche Welt? Und einige Lektionen, wie gerade vor ein paar Tagen, ne? Vergebung ist die einzige Gabe, die ich gebe und ich liebe dich, Vater, und ich liebe deinen Sohn. Und auch da wurde darauf hingewiesen, dass mir meine Dankbarkeit erlaubt, dass meine Liebe furchtlos angenommen wird. Also es geht um das Thema der Vergebung. Wenn der einzige Augenblick, den es gibt und das, die einzige Zeit, die ich benötige hier in Raum und Zeit, um hier rauszukommen oder um zu erwachen aus dem Traum, die ist, bis ich alle begrenzten Ideen in meinem Geist nach Hause gebracht habe, erkannt habe, was sie nicht sind und was ich dafür in meinem Geist bekommen habe. Jetzt wieder in Bezug auf dieses Lied von Julia Engelmann. Dann sprechen wir eigentlich hier von Erfahrungen über Vergebung. Und sehr häufig lernen wir oder teilen wir auch in unseren persönlichen Beziehungen miteinander verschiedenste Ansatzpunkte, die wir miteinander teilen wollen. Und in Wirklichkeit sprechen wir von Vergebung und laden uns für Vergebung ein. Ist dir das bereits aufgefallen? So, in ein paar Tagen dann oder in einer Woche, das ist, ich gehe jetzt nicht darauf ein, ich weiß es nur, oder ich habe es hier als eine Notiz im Buch mal aufgeschrieben, kommen wir dann zu Lektion 308, die uns eine ähnliche Idee anbieten wird und sagen wird, dieser Augenblick ist die einzige Zeit, die es gibt. Dieser Augenblick. Und aus diesem Grunde wissen wir, wie wichtig es ist, dass wir immer ständig uns einander erinnern und auch diese Lehre des Kurses hernehmen, unseren Kontakt, unsere Kommunikation mit dem Heiligen Geist, mit Christus selbst, dafür steht, dass wir Zeit einsparen, lass mich mal sagen. Dass wir sehen, dass es hier etwas gibt in unserem Geist, das fähig ist, Zeit zu kollabieren. Weil wenn Zeit nicht von einer Sequenz von Vergangenheit auf die Zukunft, von einem sequenziellen Verlauf vermindert werden kann, auf einen Augenblick kollabieren kann, dann kannst du ganz logisch mit mir mitdenken, dann gibt es hier keinen Ausweg. Dann wirst du immer auf der Zeitlinie verbleiben müssen, als Träumer, Träumerin dieses Traums. Und du kannst es zwar verbessern und du wirst es verbessern, so wie du es bereits verbessert hast oder auch verschlimmern, aber du wirst nach wie vor hier sein. Und dieses Hiersein wäre ein Sinn von ich existiere hier als jemand, als etwas, als eine Idee. Aber was wir angeboten bekommen, und das ist die Demonstration der Auferstehung, wenn wir von Auferstehung sprechen,
sprechen wir von diesem Kollaps von Raumzeit und der Erkenntnis, dass das, was wir sind, nicht ausgelöscht werden konnte. Die Auferstehung zeigt uns, wer wir wirklich sind. Und dass es nichts mit einer körperlichen Existenz und einer Wahrnehmung von irgendeinem Trauminhalt zu tun hat. Weil Wahrnehmung von irgendeinem Trauminhalt ist nach wie vor Träumen. Und dann kannst du zwar sagen, okay, ich träume einen esoterischeren Traum, einen spirituelleren Traum, aber du bist dir nach wie vor gewiss darüber oder bewusst darüber, dass du es bist, der die träumt. Und hier wird uns etwas angeboten, um unseren Geist so zu verändern, dass wir uns etwas zunutze machen können, um Zeit einzusparen, um Zeit zu kollabieren. Und dieses Etwas, was wir uns zunutze machen wollen, wollen wir uns für alle Zeiten zunutze machen. Wollen wir wirklich in unserem Geist als ein Juwel tragen, als eine Essenz vom Lehrinhalt uns erinnern, damit wir auch fähig werden, uns jeden Moment daran zu erinnern. Ja, okay, ich mache hier gleich wieder die Mikrofone, oder du kannst das Mikrofon ja selber anmachen, wenn du eine Idee hast und mir sagen möchtest, was du meinst, was dieses Etwas ist. Was ist dieses Etwas, was wir uns zunutze machen möchten, wollen, dürfen, sollen, um Zeit einzusparen? Sprich zu mir. Silvia? Naja, also die Vergebung ist ja ganz schnell, also das macht verschnellert. Und dann immer wieder gewahr sein, dass ich im Jetzt bin und dass ich im Jetzt einfach unbeschwert bin eigentlich. In Gott mit alles im mit der Stimme vom Heiligen Geist mache. Ja, danke. Und du hast früher ja gerade geschrieben im Chat, ja, schön hier zu sein. Hubert, machst du bitte dein Mikrofon an und lasst uns das wissen, was das ist? Im gesprochenen Wort? Das Wunder. Das Wunder. Wir machen uns dieses Etwas, das Wunder zur Verfügung, um hier rauszukommen. Ja? Das Wunder selbst ist nicht das Erwachen, aber es ist dieses Hilfsmittel. Und das ist, was wir benötigen. Weil sonst ist das, was wir hier verstehen würden oder miteinander teilen würden, vollkommen sinnlos. Ohne dem Wunder ist es bloß irgendeine Kategorie in deiner Bibliothek, in der du einreist. Oh, und heute ist Lehrer Devavan dran. Und naja, das, was er heute gesagt hat, habe ich ja überhaupt nicht verstanden. Hoffentlich verstehe ich morgen mal etwas besser, wenn der Gregor lehrt, ne, oder die Simone. Und das mag durchaus so sein, weil jeder hört es mit verschiedenen Lehrern anders. Ne? Ich höre mir zum Beispiel, ich kann leider bei den Morgensessions, oder das ist so meine Wahl, dass ich eben nicht um 2:30 Uhr morgens aufstehe, sonst würde ich auch zu deiner Session kommen, Kendra, aber ich höre sie mir dann eben über die Soundcloud, da muss ich gleich ein bisschen Promotion machen. Alle Sessions werden auf Soundcloud hochgeladen, die möchten, dass sie hochgeladen werden. Und es ist absolut ein Mittel oder ein Hilfsmittel, um zu sehen, okay, Zeit existiert nicht, aber ich verbinde mich jetzt mit meinem Bruder und alles ist mir gegeben, weil ich um Hilfe gebeten habe, weil ich ein Wunder eingeladen habe. Und weil ich ein Wunder eingeladen habe, kann ich mich auch mit meiner zeitverzögerten Idee eines anderen Tagesabschnitts trotzdem mit dir, mit euch, mit jedem verbinden, mit meinem eigenen heilen Geist verbinden. Und das finde ich jetzt doch großartig, nicht wahr? Ja, dass ich es alleine nicht schaffe, also dass ich es alleine nicht machen kann, dass ich meine Brüder und Schwestern brauche. So ist es, Silvia. Lass mich mal kurz einen Blick auf die Lektion werfen, was Jesus uns dabei sagt. Und er beginnt eigentlich
Ja, ich habe heute sowieso ein paar Dinge, die ich eher vom Urtext aus betrachte. Aber hier in der Lektion, da sind nur zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Er sagt im ersten Satz nicht, dies ist ein Gedanke, sondern dies ist der Gedanke. Das ist, was er ursprünglich sagte. Es ist der Gedanke, der dazu verwendet wird und verwendet werden kann, zu sagen, dass Tod und Kummer, das sichere Los aller ist, die hierher kommen, denn ihre Freuden sind vergangen, bevor sie besessen oder überhaupt ergriffen sind. Und das wissen wir alle, nicht wahr? Wie kurzfristig bestimmte Freuden andauern. Ne? Und selbst auf der Ebene des Verliebtseins, ja, wie lange dauert Verliebtsein an? Wie lange kannst du es wirklich aufrechterhalten oder hast du es aufrechterhalten können? Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate und dann war zu Ende. Ne? Oder vielleicht waren es bloß 24 Stunden. Aber unsere Natur ist, dass wir immer verliebt sein sollten, ja, und verliebt sein können. Wir können in alle und in jeden Aspekt, jeden Gedanken, der unser eigenes Selbst reflektiert, verliebt sein. Und wir sollten das auch fühlen und in Erfahrung bringen. Und weiter die Erkenntnis darin als den erschaffenden Gedanken Gottes selbst sehen und finden, lernen. Nicht wahr? Und so aus dem Grunde gibt es dann halt die Ausfluchtsmöglichkeiten, wie es im Ego-Geist angeboten werden, was dann eben heißt Ersatz, ne? Dann wird halt, und Substitution, ne? Dann wird halt eine Person mit der anderen Person ausgewählt und ein Bildnis mit einem anderen Bildnis und ein Urlaubsort Postkarte mit einer anderen Urlaubspostkarte ausgewechselt, ersetzt. Und wie wir wissen, das alles tut es nicht. Es ist nicht genug. Das, was wir brauchen, worum wir gebeten haben, ist eine beständige Erkenntnis im Gedanken Gottes selbst. Und diese Beständigkeit der Erkenntnis, die tatsächlich durch offenbarenden Geist Gottes uns gegeben wurde und ist als sein Sohn, ist etwas, worüber wir Gewissheit haben sollten. Und Gewissheit kann nicht wirklich erlernt werden. Gewissheit kommt durch Erfahrung. Gewissheit kommt durch Kommunikation mit ihm. Gewissheit kommt durch Verbindung in seinem Lichtgeist. Das ist tatsächlich, was wir uns hier einander anbieten. Das hat nichts damit zu tun, dass hier bestimmte Figuren in deinem Traum die Klappe offen haben und du das Mikrofon aufschaltest und dem zuhörst. Diese Verbindung, die haben wir miteinander, alle, jeder Einzelne. Und das ist der Grund, warum du überhaupt herkommst und dich hier verbindest oder einen Blick auf deine Brüder legst, um zu sehen, okay, mit wem bin ich denn heute hier zusammen? Weil ich bin schon wieder in einem Quarantänezustand oder noch nie aufgehört in einem Quarantänezustand. Aber was bedeutet denn das wirklich, ne? In Quarantäne sein, das habe ich schon von ganz Anfang der Covid-Episode gesagt, ist ein natürlicher Zustand, der durch das Erwachen des Geistes eigentlich ins menschliche Bewusstsein reinkommt. Ne? Und Quarantäne im Sinne von, ich habe nicht wirklich Interesse, an irgendetwas teilzunehmen, was die Welt mir anbietet. Ich habe nicht wirklich eine Notwendigkeit, mit irgendetwas mitzugehen und mitzutun und zu aktivieren, was Teil einer begrenzten Idee, eine Welt als begrenzte Idee ist. Ja. Seit einem Lichtmoment, der in deinen Geist reinkam und dir zeigte, wer du wirklich bist, bist du eigentlich in Quarantäne von deiner Welt. Ja. Und das ist keine schlimme Sache, nicht wahr? Weil sich dadurch der Wert einer wahren Kommunikation eröffnet hat. Nämlich zu sehen, mit wem bin ich hier wirklich in Kommunikation als meinem Bruder.
ist mein Bruder wirklich nur dieser Körper, der irgendwelche Ausdrucksweisen hat, irgendwelche Spielchen abzieht und das in Worte kleiden kann? Oder ist mein Bruder tatsächlich dieses perfekte, ganze, vollkommene Licht der Schöpfung selbst? Und bevor wir nicht ankommen zu dieser Klarheit, dass es dies ist, benötigen wir einen Augenblick, um zu sehen, wie diese Welt verschwindet, wie sich diese Welt aufgelöst hat, in buchstäblich nichts und ersetzt wurde durch alles Licht, weil das ist, in dem Licht wurden wir erschaffen. Und er sagt dann, er geht hier weiter, nachdem er uns hier eben aufmerksam gemacht hat, dass Tod, Kummer und das sichere Los aller ist, die hierher kommen, sagt er, dies ist jedoch auch die Idee. Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt, die nicht zulässt, dass eine falsche Wahrnehmung uns in ihrer Macht hält oder mehr als eine Wolke darstellt, die an einem ewig, dann wurde heiteren Himmel vorüberzieht, gesagt, ein serene, ich übersetze es lieber mit einem klaren, eine Klarheit, mit einem ewig klaren Himmel vorüberzieht. Was ist denn diese falsche Wahrnehmung, von der er hier spricht? Hast du dir das schon überlegt, den ganzen Tag hindurch, wenn du diese Lektion übst? Das sind ja die Wahrnehmungen von Angst, Schrecken, Schuldgefühlen und wie immer du sie nennen möchtest, die dich limitieren in deiner Ausdruckskraft, in deiner Kraft, die dein Geist wirklich ist. Und er sagt dann weiter, und diese, ich verwende jetzt nicht Heiterkeit, also das englische Wort ist Serenity, da gibt es auch in dem 12-Schritte-Programm ein Gebet dazu, ne? Sondern ich übersetze es lieber mit der Klarheit, auch Hoheit, meine Hoheit wird, Serenity ist, dient das Wort, oder Gelassenheit. Ja? Und diese Klarheit ist es, die wir heute suchen, unumwölkt, offensichtlich und gewiss, unumwölkt, ohne Wolken, ohne Nebelschwaden. Was sind die Nebelschwaden? Das sind diese Ideen und Bedeutungen, die wir darin erkennen oder uns selber anbieten. Wir suchen heute deine heilige Welt, Vater. Und seine heilige Welt ist diese wirkliche Welt. Denn wir, deine lieben Söhne, haben eine Weile unseren Weg verloren. Siehst du, auch dieses Eingeständnis, ich habe den Weg verloren, das heißt, ich habe vergessen, wer ich wirklich war. Das war der einzige Fehler, den es gab. Das war nicht wirklich Sünde, es war bloß ein Fehler, ein Vergessen, wer ich wirklich bin, was eigentlich unmöglich ist. Niemand kann wirklich vergessen, wer er wirklich ist. Ja? Du bist immer das. Doch haben wir auf deine Stimme gehört? Und jetzt kommt hier eine wunderbare Abfolge, die findest du auch in den ersten Kapiteln. Vielleicht hast du schon mal gehört. Listen, learn and do. Ja? Hör zu, lerne und tu, wie du angewiesen wirst. Und das wiederholt auch hier in diesem Gebet. Ja? Wir haben auf deine Stimme gehört und ganz genau gelernt, was wir tun sollen, um dem Himmel und zu unserer wahren Identität zurückerstattet zu werden. Und hier wird etwas hinzugefügt, was ich liebe. Und wir sagen heute Dank, Danksagung. Zuhören, lernen, das Gelernte in Aktion umsetzen, ist in Wirklichkeit, was Danksagung auch ist, durch Danksagung. Und wir sagen heute Dank, dass diese Welt nur einen Augenblick lang dauert. Und wir möchten über diesen winzig kleinen Augenblick, und hier ist die nächste Qualität, die hinzugefügt wird, hinaus zu gehen in die Ewigkeit. Und das ist vielleicht die einzige wirkliche Definition, so wie ich sie vorhin mit dir geteilt habe. Was bedeutet für dich einen Augenblick? Wie lange dauert für dich ein Augenblick? Ein Augenblick dauert so lange, bis wir gewillt sind, hinauszugehen in die Ewigkeit. Und das kann nur jetzt sein.
Das kann nicht ein zeitliches Lernen sein. Das kann nicht ein Studieren sein. Das kann nicht ein Üben sein über Jahre oder über was immer für Programme. Das kann nicht sein, dass du nächste Woche auch noch zu einer Session von Devavan kommen müsstest. Du siehst, ich mache hier extrem Werbung für mich, indem ich dich absolut befreie und dir zeige, das ist heute der Tag, das ist der einzige Augenblick, das ist die Session, die wir miteinander teilen. Das ist meine erste Session, die ich mache. Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass du mir zuhörst. Danke, dass du dich mit mir verbindest. Ich habe noch nie vorher eine Session gemacht und ich werde danach auch keine mehr machen, weil ich letztendlich die Natur des umwandelnden Geistes, das durch das Licht bewirkt wird, mir zunutze mache und absolut okay bin damit, dass alles auf der Zeitlinie, alles, was Trauminhalt beinhaltet, vergessen werden darf, in Vergessenheit gerät. Das ist, was Vergebung ist. Vergebung ist, den Traum zu vergessen. Aber du kannst ihn nicht vergessen, wenn er nicht transformiert wird in etwas, was wirklich ist. Und das führt uns absolut zur Antwort oder vielleicht zuerst zur Frage, was ist die wirkliche Welt? Und noch einmal hinzugehen, weil wir bei der letzten Lektion sind, und nur einen Satz hier zu verwenden aus dem ersten Paragraphen. Die wirkliche Welt kann nicht wahrgenommen werden, außer mit Augen, die die Vergebung segnet, sodass sie eine Welt erblicken. Und hier hast du die Auflösung von dessen, was er in der heutigen Lektion gesprochen hat, als wir gesprochen haben von Angst, Schrecken, Kummer, wo Angst und Schrecken unmöglich sind. Die wirkliche Welt kann nicht wahrgenommen werden, außer mit Augen, die die Vergebung segnet, sodass sie eine Welt erblicken, wo Angst und Schrecken unmöglich sind und keine Zeugnisse der Angst gefunden werden können. Vielleicht ist dir das schon aufgefallen, dass du zumindest weniger Angst zeigst zu deinem Bruder oder zu was in deiner Welt vor sich geht. Vielleicht ist dir mehr und mehr bewusst, dass du eigentlich von Angst befreit wirst und weiterhin befreit werden wirst. Angst ist tatsächlich nur eine Wahl für eine bestimmte Erfahrung, in der nach wie vor begrenzte Bedeutung gegeben ist. Und natürlich, weil die begrenzte Bedeutung in der persönlichen Erfahrung als Begrenzung erkannt wird, wird etwas gewählt im Geist, das nicht vollkommen sich ausdehnt, das sich nicht unendlich und ewiglich ausdehnt. Und das ist wirklich, was Angst ist. Weil, wie wir alle wissen, es gibt nicht wirklich so etwas wie Angst, genauso wenig wie es so etwas wie ein Ego gibt. Aber das darf erst mal persönlich erfahren werden. Und das kann nur erfahren werden, wenn wir uns direkt mit dem Gedanken verbinden. Das heißt, bevor ich nicht voll und ganz Angst geworden bin, konnte ich auch nicht sagen, was Angst wirklich ist. Dann hatte Angst nur in seiner Umschreibung und was es mit mir gemacht hat, eine Bedeutung. Aber in dem Moment, in dem ich es voll getroffen habe, das war eigentlich eine Todeserfahrung auf der Identitätsebene, war auch mit vollkommener Klarheit in meinem Geist erkennbar, dass da nichts von dem da ist, was ich als Angst bezeichnet habe oder was ich gewählt habe, als Angst auf Situationen zu reagieren. Und das können wir uns jetzt zunutze machen. Wenn immer nur ein kleiner Ansatz von Angst ins Bewusstsein eintritt, kannst du sofort damit in die Unbegrenztheit, in den Geist, der unbegrenzt ist, eintreten. Und das übersetzen wir dann so und lernen es, dass wir es dem Heiligen Geist übergeben, damit er es übersetze in die Wahrheit und uns zeigt, dass nur Liebe da ist. Okay, das ist dasselbe. Okay. Das kann manchmal ganz schnell gehen.
Das kann manchmal ganz schnell gehen. Sprichst du mit mir, Silvia, oder sprichst du zu jemandem? Mit allen. Also, dass wenn man, wenn zwei Brüder und der eine Angst hat und dann sich dessen bewusst wird und plötzlich muss man gemeinsam lachen über das. Das ist sowas von witzig. Das ist sowas von erlösend. Das ist einfach genial. Aber das geht halt oftmals nur mit solchen, die es wissen. Ja, aber schau, genau da machst du Zeit, Silvia. Danke, dass du das jetzt auch ich weiß doch. Aber halt einmal, hör mir einfach nur zu. Ja, hör mir einfach nur zu. So, weil da gehst du weg zu den anderen. Ja? Da bleibst du nicht mehr bei dir. Ne? Und damit erkennst du nicht an, dass deine Erfahrung bestens kommunizieren würde mit all den anderen, die da mitgehen sollten oder könnten. Ne? Oh, aber das, was wir wirklich in Anspruch nehmen von diesem Etwas, was wir das Wunder, es wird uns ein Wunder angeboten, es wird dir ein Wunder angeboten, Silvia. Weißt du, Silvia, dass hier niemand in dem Raum ist? Ist dir das bewusst? Hier ist niemand in dem Raum, außer wer? Jetzt kannst du antworten. Ja, außer Gottes Sohn. Wer ist Gottes Sohn? Und Heiliger Geist. Ja, aber das sind ja alles die schönen Konzepte. Das sind die Konzepte, die du gelernt hast. Aber versuch dich selber zu erkennen. Nur du bist da, Silvia. Und du hast nur zu dir gesprochen. Und das ist alles, was es bedarf. Ja, das macht ja nichts. Dass du dir selber zuhörst. Und wenn du dir selber zuhörst, dann kannst du die Wahrheit von Gottes Stimme, die jeden Moment zu dir spricht, heraushorchen. Und damit ist es vorbei mit anderen und was andere, wie andere darauf antworten oder sich verbinden oder was die damit oder was die hören könnten oder sollten und dich hören. Und weißt du, das ist ja alles, das sind die Spielchen, die wir spielen seit langer, langer Zeit. Und das sind unsere speziellen Beziehungen in Wirklichkeit. Ne? Das ist genau das, wovor wir eigentlich jetzt genug haben und sagen, okay, wo ist denn jetzt wirklich das Wunder? Ne? Ja, deswegen habe ich den ganzen Tag Selbstgespräche mit mir. Ja, vielleicht ist für dich das Wunder, Silvia, dass du nur sprichst, wenn du gebeten wirst. Und du wirst etwas ganz was Neues erfahren und eine ganz neue Erkenntnis haben von dem, was das Wunder für dich ist. Ne? Und erst wenn die Frage gestellt wird, okay, möchte irgendjemand etwas dazu sagen, dann kannst du sagen, okay, ich gehöre auch dazu, jetzt kann ich mich auch hier einschalten. Ne? Weißt du, wir wissen nie wirklich, wie das Wunder, ich möchte dich nicht wirklich hier abschalten, ne? Aber ich sehe auch, dass du hier um etwas bittest und vielleicht ist das die Antwort darauf, warum du bittest. Ne? Aber es geht sicher nicht darum, dass wir hier unser besterlerntes Wissen mit dem Kurs in Wundern miteinander austauschen. Das kann ich dir sagen, dass es darum nicht geht. Weißt du, warum es darum nicht geht? Weil wir das bereits gemacht haben. Und nicht nur einmal. Wir haben das über ganz, ganz lange Zeit gemacht, mit der Bibel, mit anderen philosophischen Lehrinhalten. Wir können das natürlich auch mit dem Kurs wiederholen. Und manchmal ist es auch nicht so schlecht, dann ist halt die Einladung da. Okay, lass uns austauschen. Ne? Lass uns sehen, was jeder auf seiner Ebene des Wissens bislang angesammelt hat. Ja? Aber weißt du, was besser wäre, was schneller ist, was mehr das Wunder in der Zeitverkürzung zum Ausdruck bringt? Wenn du in der Form diesen Schritt machen könntest, zu sehen, was mir eigentlich Jesus anbietet, ist, dass ich mich voll und ganz verfügbar mache, seine Botschaft, seine Lehre auszudehnen. Weißt du, was das heißt? Du wirst die Nächste sein, die hier lehrt. Und bist du dafür bereit, ohne in die Angst zu gehen? Bist du dafür bereit, weil das ist, was Jesus wirklich anbietet. Jeder von uns hier, jeder, sieht dir die kleinen Bildchen an. Jeder von uns hier ist aufgefordert. Es muss nicht dieser Raum sein in Zoom oder sonst irgendwo, aber
ganz klar aufzutreten, ich bin eine Lehrerin Gottes und alles, was ich lehre, ist meine Selbsterkenntnis als wahres Selbst, ne? Selbst großgeschrieben. Die Selbsterkenntnis, wie ich mich erkenne in der Erfahrung selbst, in der singulären Erfahrung selbst. Und ich bin bereit, jetzt mich zu zeigen und meine Erfahrung damit zu teilen. Und oft beginnt es so, ne, in diesen Austauschsituationen, dass sich eigentlich klärt und fast herausschält, wer die Nächsten sind, die dazu bereit sind. Aber letztendlich kann diese Entscheidung niemand treffen für dich. Ja? Und wenn du sie triffst, dann passieren Dinge, die du auch gar nicht wirklich in dem Sinne kontrollieren kannst, weil es kommt zu uns, ne? Es kommt zu einem, es kommt als eine Einladung. Und das kann durchaus eine Einladung sein, hey, lass uns gemeinsam einen Kaffee trinken gehen. Oder es kommt zu einer Einladung, möchtest du eine Session auf der Aleph Akademie machen oder in irgendeinem anderen Rahmen, das spielt dann keine Rolle. Ne? Aber ja, es ist in erster Linie, denke ich, ist es wichtig zu sehen, dass ich tatsächlich nur mit mir und meinen Ideen in meinem eigenen Geist bin und dass hier niemand da ist und ich mit niemandem irgendetwas austausche. Weil sonst sind wir noch sehr, sehr lange hier. Ne? Das ist die heutige Lektion. Das ist das Resultat, was uns diese Lektion anbietet. Und das bestimmen wir ganz, das bestimme ich in meinem Geist, wie du es in deinem bestimmst. Wie lange dieser Augenblick dauern soll, in der eine Welt gesehen wird. Weil, wie wir wissen, diese Welt ist nicht. Ja? Es gibt nicht diese Welt, wie wir sie wahrnehmen. Aber weil sie als wirklich gesehen wird und anerkannt wird, ist es erstmal notwendig, dass wir unseren Geist so verändern, damit hier als eine Übergangsidee etwas erkannt werden kann, was hilfreich ist. Ja? Und das, was hilfreich ist, ist für mich in erster Linie, dass ich selber genau das, was wir gerade im Gebet gelesen haben, ne? Listen, learn and do. Ne? Dass ich selber der Stimme zuhören kann, die niemanden ausschließt. Ne? Aber es ist auch nicht ein Austausch. Es ist nicht wirklich ein Gespräch zwischen uns. Ja? Und das ist zuerst eigentlich ziemlich erschütternd, ne? Weil wir ja nur den Austausch kennen. Ja? Und natürlich die Frage ist sofort da, ja, warum sollte ich denn das nicht sagen? Ne? Und das habe ich aber nicht gesagt. Und das würde ich auch nie sagen. Sondern ich biete etwas an, was vielleicht diese Gewohnheit aushebelt. Ja? Weil die meisten dieser Dinge machen wir nur aus Gewohnheit. Und hinter dieser Gewohnheit ist eigentlich eine Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, die darf auch mal gezeigt werden. Ja? Und soll auch gezeigt werden. Und diese Unsicherheit, diese Ungewissheit oder ein unsicher sich fühlen, kann auch nicht wirklich übergangen werden mit konzeptionellem Wissen. Weil es ist letztendlich ein Ausdruck der gesamten Angst vor Gott. Ja. Aus diesem Grunde lehren wir uns auch, dass Lehren nicht wirklich etwas mit Worten zu tun hat. Und schon gar nicht mit einem Austausch von Worten. Und das ist der Grund, warum ich aus diesem Aspekt der Lektion jetzt auf ein paar Wundergrundsätze uns noch einstimmen möchte, bevor wir schon wieder zu Ende sind mit dieser Stunde. Weil was uns wirklich angeboten wird, ist, dass wir Zeit verkürzen können im Inanspruchnehmen des Wunders. Und wenn ich wirklich Zeit verkürze und ich bleibe bei mir, habe ich dann überhaupt noch Zeit, irgendetwas zu sagen, irgendwas zu erklären, irgendetwas auszutauschen? Siehst du? Genau. Da sind wir dann.
Das sind wir dann. Aber da sind wir genau da, wo wir sein sollen. Nämlich dann geht es darum, wir sind nicht Stimmen, wir sind nicht Körper, wir sind nicht ein Ausdrucksobjekt. Ja, wer sind wir denn dann? Womit soll ich denn oder kann ich mich denn dann verbinden? Genau da beginnt. Da beginnt Heilung im Geist. Und du siehst, die Antwort darauf ist auch nicht etwas, was ich dir sagen werde. Und du sollst dir selber auch nicht sagen, sondern geh wirklich in diese Erfahrung des Dich-Verbindens in einem Geist, den wir miteinander teilen. Und den teilen wir alle. Nicht, Tobi? Martin? Danke. Susanne. Dass er sich selber auch erfahren oder in der Korrektur, in der Transformation erlernen durfte, war. In dem Moment, wo ich vorgerannt bin, um mich zu zeigen, ne, vorgerannt jetzt im Sinne von geistig vorrennen, ja, um mich zu zeigen, was ich alles weiß, was ich alles verstanden habe, ja, war ich schon nicht mehr im Augenblick, habe ich mich nicht im Augenblick mehr verbunden. Ne? Ich war schon in meinem eigenen Geist, was meine Antwort ist, und die wollte ich aber ganz schnell anbringen. Ne? Und das darf gelernt werden. Es ist in dem Sinne eine Vermeidung, wirklich in den heiligen Augenblick einzutreten. Unglaublich, ne? Und wenn ich mir das 13. Grundprinzip der Wunder in Kapitel 1 anschaue, da heißt es, ich meine, da wurde auch viel editiert herum, ich nehme das aus dem Urtext heraus, dann sagt er nicht die Wunder, sondern ein Wunder ist sowohl ein Anfang als auch ein Ende. Und somit, es wurde dann mit Verändern, sieh die zeitliche Ordnung, sagt er einfach, und somit hebt es auf, beseitigt es die Zeit. Zeit wird beseitigt, Zeit wird aufgehoben. Das ist, was das Wunder für uns tut. Das Wunder ist immer eine Bestätigung der Wiedergeburt. Das ist unsere Neugeburt jetzt. Jetzt sind wir neugeboren. Die scheinbar zurückgeht, in Wahrheit aber geht es voran. Sie hebt die Vergangenheit in der Gegenwart auf und befreit auf diese Weise die Zukunft. Und das ist ja, was wir wirklich möchten. Und das passiert, indem die Vergangenheit in diesen gegenwärtigen Moment aufgehoben wird. Und ein paar Grundsätze weiter unten, 15 dann, sagt er, dass der Zweck der Zeit ist, dir die Möglichkeit zu geben, zu lernen, wie die Zeit konstruktiv verwendet werden kann. Wie die Zeit, er hat es eigentlich ausgedrückt mit dem Wort kreativ verwendet werden kann. Und dann sagt er nur, Zeit ist eine Lerneinrichtung und ein Mittel zum Zweck.
Die Zeit wird vorbei sein, wenn sie nicht mehr nützlich ist, um das Lernen zu ermöglichen, zu fördern, erleichtern auch. Zeit wird vorbei sein, ist vorbei, wenn sie uns nicht mehr nützlich erscheint und wir keinen Nutzen mehr davon haben, um weiterhin Lernen zu ermöglichen. Das heißt, wenn Lernen nicht mehr notwendig ist, wenn durch Vergebung alles in Erfahrung gebracht wurde, alles als mein eigenes Selbst erkannt wurde, dann benötigen wir auch kein Wunder, dass Zeit einspart oder kollabiert. Und zu dieser Idee, das wird weiter unten im ersten Kapitel, zweiten Abschnitt, letzten Absatz zum Ausdruck gebracht, dass das Wunder den Bedarf an Zeit verringert. Es wurde dann hinzugefügt auf ein Minimum, das hat er aber niemals gesagt, sondern nur das Wunder verringert den Bedarf an Zeit. Und auf der Längs- und Horizontalebene scheint die Einsicht in die Gleichheit der Mitglieder der Sohnschaft eine beinahe endlose Zeit zu umfassen. Das Wunder jedoch hat eine plötzliche Verschiebung von der horizontalen zur vertikalen Wahrnehmung zur Folge. Und das heißt, von der Wahrnehmung und was hier vor sich geht und was ich alles hier erkenne und wie ich es verstehe, es wird vertikal ausgerichtet. Vertikal ist einfach, wir werden zum Gedanken der Liebe und der Schöpfung selbst, weil das ist, was wir bereits sind. Und das führt eine Zeitspanne ein, in deren Folge sich, wurde hier der Gebende gesagt, er sagte, der Tuer, der tut, der in Aktion ist, der aktiv ist, ja, in deren Folge sich der Tuende und der Empfangende weiter voraus in der Zeit wiederfinden, als sie es sonst gewesen wären. Das Wunder hat also die einzige Eigenschaft, die Zeit insofern, und hier ist das Wort, Zeit abzuschaffen, abolish, abzuschaffen, als es die Zeitspanne überflüssig macht, über die es sich hinzieht. Und zwischen der Zeit, die ein Wunder dauert, und der Zeit, die es abdeckt, besteht keine Beziehung. Das Wunder ersetzt Lernen, das möglicherweise tausende von Jahren in Anspruch genommen hätte. Das ist, was das Wunder für uns tut. Das ist, wie wir tatsächlich Zeit einsparen, was sonst möglicherweise tausende von Jahren in Anspruch genommen hätte. Und das tut es durch die ihm zugrunde liegende Einsicht in die vollkommene Gleichheit und Heiligkeit zwischen dem Tuenden, dem Gebenden und des Empfangenden, auf der das Wunder beruht. Das Wunder verkürzt die Zeit, indem es sie in sich zusammenfallen lässt und auf diese Weise bestimmte Zeitabschnitte in ihr eliminiert. Und es tut dies jedoch innerhalb der größeren zeitlichen Folge. Und das ist jetzt, worüber wir gesprochen haben, im Zusammenhang mit Vergessen, den Traum zu seiner Gänze zu vergessen. Das ist dasselbe wie zu sagen, dass auf diese Weise bestimmte Zeitabschnitte in ihr eliminiert werden. Wenn du alles, was Begrenztheit ausmacht in deinem Verständnis, in deinem Erinnerungspaket, vergessen ist, dann ist es eliminiert. Es ist nicht mehr da. Es wird nicht zurückkommen und dich wieder entweder herausfordern oder einladen. Aber es bedarf diese Umwandlung der Bedeutung. Weil es ist die Bedeutung, die mitgenommen wurde, auch von Leben zu Leben mitgenommen wurde. Das ist der Grund, warum dies ein Kurs in Wundern ist. Es ist nicht etwas, was wir wirklich studieren. Es ist etwas, was wir uns zunutze machen. Weil diese Kraft des Wunders, die wir beanspruchen, ist tatsächlich die Kraft des Universums, die als Lichtenergie verfügbar ist und uns in der Traumsequenz
aufzeigt, wie eigentlich alle Trauminhalte verschwinden, sich auflösen, zu nichts werden. Ganz einfach. Und du siehst, das geht ja um so viel weiter als, oh, und hier sind wir und jetzt haben wir eine nette Stunde vorm Schlafengehen, wie wir uns über Kursideen austauschen könnten. Ja? Das kann man schon auch machen. Ne? Aber da ist so viel mehr da, wenn wir tatsächlich uns so verbinden in der Ausrichtung, dass wir tatsächlich Zeit verkürzen möchten. Und das kann nur so passieren, indem ich bereitwillig bin, zu sehen, dass hier nichts fehlt. Alles ist vollkommen in diesem Augenblick. Nichts bedarf es, wegzunehmen oder hinzuzufügen. Und das ist wirklich, was Liebe ist. Weißt du, und oft ist es so, dass wir uns einander einladen. Ich mache es genauso. Ne? Und die einen machen es ein bisschen mehr, die anderen weniger. Na, und wie geht es dir dabei? Und was hast du dazu zu sagen? Und hast du dazu irgendwelche Fragen? Möchtest du irgendetwas dazu kommentieren? Aber wenn ich genau hinblicke, ist es eine Vermeidestrategie im Geist. Wenn ich genau hinblicke, sehe ich, dass wir eigentlich in der Stille bestens verbunden sind und dass es da absolut nichts weder zu befragen noch zu kommentieren gibt. Kannst du das sehen? Ja, der Bier ist alle. Das ist wirkliche Meditation. Meditation ist bereit zu sein, einfach still zu sein. Oder einfach bereitwillig zu sein, als kleine Bereitwilligkeit. Wir alle horchen oder lauschen, hören ihn. Das ist alles, was wir hören. Wir hören nicht Konzepte, wir hören nicht Geräusche der Welt. Wir hören nicht Unterschiede. Es geht nicht darum, wen, sondern darum, dass du liebst. Danke, Kendra. Und nur das zeigt uns, dass es wirklich nichts gibt, worauf wir warten müssten oder sollten. Das erlaubt uns, durchzustarten. Dies ist
mein heiliger Augenblick der Erlösung. Dies ist der einzige Tag. Dies ist der Moment, um den ich gebeten habe. Okay, und dann habe ich uns noch einen Song zum Durchstarten und der ist diesmal von Seom. Ich habe an Wunder geglaubt, Spuren. Ja. Danke. Danke. Yay, danke. Danke. Danke vielmals. Und einen gesegneten Abend. Ja. Danke. Danke.